und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des MPI Know-how Coffee. Herzlich willkommen, Hans-Peter Machwirt, heute bei mir. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Guten Morgen, Verena. Grüß dich. Du Ja, strahlst hier. Einen schönen Tag. Genau. Ist halt trotz der frühen Stunde für mich. Wir haben ja gerade schon besprochen, du bist ja schon Stunden auf. Naja, mein Hund holt mich immer ab morgens und da müssen wir erstmal eine Runde drehen. Ja. Hans-Peter, wir reden heute über virtuelle Zusammenarbeit. Du hast uns Tipps mitgebracht für erfolgreiche virtuelle Zusammenarbeit. Und ich musste so schmunzeln, als ich dein Thema gehört habe, weil ich vor gar nicht langer Zeit habe ich mit meiner Freundin darüber gesprochen. Die hat sich bei mir ein bisschen ausgeheult. Sie hat gesagt, sie hat es satt. Sie hat da keine Lust mehr drauf. Die ganze virtuelle Zusammenarbeit, Homeoffice, sie vermisst ihre Kollegen und sie möchte wieder zurück ins Büro. Und ich konnte das nicht verstehen. Also bei mir ist das ganz anders. Ich habe da überhaupt gar keine Probleme mit. Ich weiß auch gar nicht, was sie daran so stört, was ihre Probleme so sind. Ja, das ist ein spannender Punkt. Ich habe gerade heute Morgen noch einen Bericht gelesen und da stand drin, dass 90% der Kollegen, die im Homeoffice arbeiten, sagen, sie möchten wenigstens einen Tag in der Woche ihre Kollegen sehen und ins Büro fahren, damit sie den Anschluss nicht verlieren. Und 20% sagen, ja, wir möchten eigentlich die ganze Woche wieder ins Büro. Also der Mensch ist schon irgendwie dann so geprägt, dass er den sozialen Kontakt auch braucht. Ich hab eine kleine Präsentation vorbereitet, wollen wir uns die mal angucken, gemeinsam. Ja, gerne. Du hast, glaube ich, den Host schon. Habe ich den Host? Ja, ist es so. Meine Herren, du bist ja toll. So, kannst du was sehen? Ich sehe was. Okay. Ja, also das ist ja das Thema Erfolgsfaktoren für virtuelle Zusammenarbeit. Und das ist natürlich schon was anderes, ob ich jeden Tag jemanden sehe oder ob ich sozusagen virtuell nur kommuniziere. Wenn wir uns anschauen, der Mensch ist halt schon ein soziales Wesen und er braucht den sozialen Kontakt. Und der soziale Kontakt, das ist ja auch letztendlich, ich sage mal, der Klebstoff der Menschen, die neben dem sachlichen Thema, die sie verbinden, nämlich der Aufgabe des Unternehmens, letztendlich dann auch irgendwo die Identifikation mit dem Unternehmen ausmachen. Das sind nämlich die Kollegen. Die Menschen arbeiten meistens für Menschen, nicht für Organisationen. Und so die Begrüßung am Morgen, da geht es ja schon los. Was war gestern im Fernsehen? Hast du gesehen, das Fußballspiel oder hast du den Bericht gehört? Da wird geklönt und das ist ja schon so der erste Kontakt. Und das fehlt halt ein Stück, wenn man dann an den Schreibtisch geht, den Computer einschaltet, seine E-Mails runterguckt. Das kannst du auch nicht über den Chat einfach so ersetzen. Ich glaube, das ist einfach so der Punkt. Ja. Und auch der Klönschnack, also Klönschnack ist ja für die Süddeutschen vielleicht ein bisschen schwierig. Also das Schwätzchen am Morgen, sage ich jetzt mal. Ja. Das Schwätzchen am Morgen, das ist natürlich, oder in der Pause, das ist natürlich auch so eine wichtige Verbindung. Oder auch in der Kaffeeküche, wo man sich mal austauscht. Das sind halt die Dinge, wo die Menschen dann feststellen, ich gehöre irgendwo dazu. Ich gehöre dazu, ich habe eine soziale Bindung. Oder auch mal in der Firma kann man sich auch mal austauschen. Mensch, ich habe Stress mit meinem Partner, da kann man sich mal ausheulen. Das fehlt den Menschen. Was lachst du? Ja, doch, du hast recht. Also ich habe mir immer schon gedacht, meine Güte, ich kann mir gar nicht vorstellen, was dir fehlt irgendwie. Aber schon, ja, das sind so eigentlich die Sachen, die man ja nicht so im Homeoffice hat irgendwo. Es ist im Prinzip so das Informelle, was so letztendlich dann auch eine Beziehung ausmacht, was auch die Leistungsfähigkeit insgesamt fördert. Das darf man nicht vergessen. Und wenn man dann reingeht, dann ist auch nachgewiesen, dass die Kreativität über die virtuelle Arbeit erheblich abnimmt. Ja. Also es gibt Studien, die sagen, 11 bis 15% weniger Brainstorming, weniger Innovation. Und das ist auch eine Gefahr, wenn man sich anschaut, wenn das Homeoffice zum Standard wird, wo bleibt die Kreativität, wo bleibt der Austausch, wie kriegt man das hin? Also da sind noch Fragen, die muss man noch klären. Ja. Ich meine, das Schöne ist natürlich, dass die Technik uns ein Stück geholfen hat, in die virtuelle Welt einzusteigen. Da hat natürlich Corona erheblichen Beitrag geleistet, dass wir jetzt anfangen, die Möglichkeiten zu nutzen. Die Infrastruktur in Deutschland ist zwar immer noch nicht so das oberste Regal, aber da arbeiten wir uns jetzt langsam vor. Ja, genau. Aber vielleicht fehlt mir das auch gar nicht so, weil es ja bei uns, wir haben ja das große Glück, dass wir dich als Chef haben, du bist da ja sehr engagiert, was unsere virtuelle Zusammenarbeit angeht. Vielleicht fehlt mir das auch gar nicht so, weil du ja bei uns einige Sachen auch implementiert hast, um das so ein bisschen
zu ersetzen, zu ergänzen, ne? Ja, ich denke, es ist natürlich der Versuch, über organisatorische Dinge, auch über Technik, eine Möglichkeit zu schaffen, sich auszutauschen. Und Ja. ich denke, wir sind da als kleines oder mittelständiges Unternehmen ganz gut unterwegs. Wir haben da auch im letzten Jahr in der Corona-Zeit investiert und ich denke, das macht sich jetzt bezahlt, weil wir einfach, ich denke, in unserer Branche auch mit vorne dazugehören in der Digitalisierung, auch in den Angeboten von digitalen Trainingsformaten. Das kriegen wir von unseren Kunden zurückgespiegelt. VW Financial Service sagt uns, ihr seid ein Unternehmen, das da ganz vorne ist in der digitalen Umsetzung von Trainings- und Konzepten, auch Workshop-Konzepten. Und das ist halt eine Kompetenz, die jetzt steht auf zwei Säulen, einmal auf der technischen Säule, aber auch auf der Skill-Säule, dass die Trainer und Berater, die Organisation das auch liefern können. Und das ist schon wichtig. Ich weiß, du hast am Anfang des Homeoffice da uns auch wirklich Leitlinien auch mit an die Hand gegeben. Du hast es gerade schon gezeigt, ne? Die Erfolgsfaktoren für virtuelle Zusammenarbeit. Ja. Und wenn man die Erfolgsfaktoren nimmt, dann ist es natürlich Vertrauen. Vertrauen ist zunächst mal wahrscheinlich für viele Führungskräfte ein Problem. Er sieht seine Mitarbeiter nicht mehr, die Mitarbeiter sehen ihn nicht mehr. Und da muss man halt Vertrauen, zutrauen, aber auch transparent ist, glaube ich, wichtig, dass man hier ein Stück aufeinander zukommt. Kommen wir gleich nochmal drauf. Gute, klare Kommunikation, dann auch Spielregeln für die Kommunikation ist wichtig, gerade wenn man sich nicht sehen, dass keine Fantasien entstehen. Eine Zielorientierung mit dem Team abstimmen, dass jeder auch weiß, was ein Beitrag er leisten kann. Und natürlich, die Führung hat hier an der Stelle nochmal eine ganz andere Herausforderung. Weil das ist ja ähnlich wie ein Projekt oder wenn du internationale Teams führst, wenn du die Leute nicht siehst, dann musst du die virtuell zusammenhalten. Das ist natürlich ein anderer Anspruch, wenn du mal ins Büro gehen kannst und sagen, wir stimmen das mal so auf einen kurzen Dienstweg ab. Genau. Das geht halt nicht. Bei Vertrauen, glaube ich auch, ist es auch, ja, auch das Vertrauen der Führungskraft, aber ich glaube auch das Vertrauen untereinander, unter den Kollegen. Ne? Weil das muss, glaube ich, auch stimmen, weil das ja halt viel schwerer ist. Mein Kollege sitzt halt nicht einen Schreibtisch weiter. Ne? Und wenn ich Du kriegst auch nichts mit. Also wenn du gerade, ja. sag mal, im Büro bist und ein Kollege telefoniert, du kriegst dann mit, was verspricht er mit dem Kunden. Die Informationsvernetzung erfolgt im Büro automatisch. Und Ja. das erfolgt im Homeoffice nicht. Das musst Ja. du dann sozusagen bewusst teilen. Du musst Genau. Informationen bewusst teilen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass der das mitkriegt. Ja. Und da entsteht dann auch zum Teil das Gefühl, ich werde abgehängt von Informationen, ich habe das gar nicht gewusst. Und also da muss man etwas vorsichtig mit umgehen, muss das auch zum Teil organisieren. Genau. Und jetzt freue ich mich, dass nämlich unsere 8 praktisch Empfehlungen, die du uns ganz am Anfang, ich weiß es noch, letztes Jahr mit an der Hand gegeben hast und jetzt teilst du das hier mit den anderen, das finde ich schön. Ja, ich denke, es ist auch wichtig. Also Ja. das ist vielleicht, der erste Punkt ist vielleicht wirklich banal. Aber ich finde es gar nicht so banal. Nee. Also wenn man morgens anfängt und sagt, ich schreibe einen Chat rein, hallo, ich bin jetzt da oder ich mache jetzt immer eine kurze Pause, ich mache jetzt immer eine halbe Stunde Homeschooling mit meinen Kindern, dann ist das alles legitim, weil wenn du zu Hause bist und du hast das häusliche Umfeld und das sind natürlich Störungen. Und dann kannst du auch mal sagen, ja, ich gehe jetzt weg oder ich kann auch mal eine halbe Stunde zum Friseur gehen, dann melde ich mich halt eine halbe Stunde ab. Wichtig ist, dass die Kollegen das wissen. Dass sie sagen, du bist jetzt eine halbe Stunde erreichbar, du bist aber, was weiß dann ich, um 9 wieder da oder um 9:30. Und ich glaube, das sind so Sachen, da muss man einfach bewusst ein bisschen mit umgehen, dass man die Kollegen auch informiert, wie ist der Arbeitsplan. Wenn ich im Büro bin und ich gehe weg oder ich war kurz irgendwo hin, dann sage ich ja auch, tschüss, ich bin jetzt eine halbe Stunde nicht da. Genau. Und es Und ist so klein, ne? Aber es ist tatsächlich so. Also wenn dann da jemand in unsere Gruppe dann schreibt, guten Morgen, MTI, ne? So, das zaubert auch so ein Lächeln dann gleich morgens aufs Gesicht, finde ich. Also das ist wirklich Banalität, aber mit diesen Banalitäten fängt es halt natürlich an. Ja, Das hat und man dann dann. auch, das ergänzt es eigentlich nochmal, ne? Wenn ich im Ja. Meeting bin, ich bin jetzt nicht erreichbar, ich rufe dich zurück. Das sind so Sachen, ich glaube, das ist einfach wichtig. Das ist, glaube ich, auch gerade wichtig, um dieses Vertrauen zu fördern, ne? Weil wenn ich dann einen Kollegen anrufe oder und der reagiert gar nicht, so, dann denkst du sofort, ey, warum antwortet der jetzt nicht, was macht der und ich brauche das jetzt. Und wenn du aber sagst, so, ich bin jetzt gerade mal 30 Minuten nicht da, dann wissen alle Kollegen, ah, okay. Ne? Also ich finde, das fördert auch gerade das Vertrauen so ein bisschen. Ja, die Kommunikationswege, da können wir also in unserer Firma, also bei uns bei MTI auch noch ein bisschen üben, dass wir wirklich uns vereinbaren, was machen wir telefonisch, was machen wir jetzt vielleicht auch Ja. per E-Mail, was machen wir per Chat.
Wir arbeiten ja mit Teams hier und ich glaube, da kann man auch ein bisschen, sagen wir, gezielter die Kommunikationswege nutzen. Was veröffentliche ich auch dem gesamten Team, dass alle das sehen können, wo gehe ich in den anderen Kontakt? Das haben wir noch nicht so ganz gut strukturiert, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man das im Team abstimmt und sagt, dafür nutzen wir die Kommunikationswege. Und das ist ja auch ein Prozess. Also ich finde, jetzt klappt das schon viel besser als, sagen wir jetzt noch Mitte letzten Jahres. Ne? Da haben wir uns alle noch an die E-Mail gehalten irgendwie. Aber mittlerweile funktioniert das schon ein bisschen besser. So ist es. Das ist im Prinzip, das erfordert Disziplin. Aber ich glaube, auch diese Spielregel ist letztendlich eine gute Spielregel, dass man sich vereinbart, welche Reaktionszeiten haben wir. Und diese Reaktionszeiten hängen einmal damit zusammen für die interne Zusammenarbeit, also wann kriege ich ein Feedback, aber natürlich auch nach außen zu den Kunden, dass da bestimmte Qualitätskriterien im Service da sind, auf die ich mich verlassen kann. Und da ist für mich der Kollege auch der interne Kunde, der ja natürlich auf die Antwort auch wartet. Der hat irgendeinen Vorgang auf dem Tisch und der wartet auf die Antwort und dann muss er sich halt verlassen können, dass er die auch in einer angemessenen Zeit kriegt. Und ob das jetzt 10 Minuten sind oder 2 Stunden, ich denke, das muss jedes Team für sich organisieren, dass man da ein Stück reingeht. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Private Kommunikation fördern, also das hört sich jetzt auch ein bisschen kindisch an, aber Smiley, Bildchen, Videoclips, alles, was ein bisschen zum Schmunzeln anregt, das schafft natürlich schon Beziehung. Und da darf man ruhig auch ein bisschen kreativ sein, finde ich. Ja, soziale Events, virtuelles Mittagessen, virtuelles Kaffee trinken, auch ein virtuelles Glas Wein. Ich finde das, wo man plaudern kann, so wie man es normal in der Kaffeeküche macht. Das muss halt auch initiiert werden, das kommt nicht von alleine. Nee, das stimmt schon. Da könnte man, also könnte man zum Beispiel so eine, man könnte ja ein Team-Meeting oder ein Zoom-Meeting oder was auch immer anlegen und das irgendwie ja, Mittagspause nennen und jeder, der dann zu der Zeit Mittagspause macht, der kommt dann da eben rein. Ne? Ja. Und den Link hat also die gibt es ja das Format Brownback aus USA, wo die Leute dann gemeinsam Lunch machen, wo sie sich dann bei McDonald's oder beim Schnellrestaurant so eine Tüte holen und dann ins Meeting rumsetzen, dann essen sie halt was und klönen zusammen. Ja. Und in so einem ähnlichen Format, das schafft natürlich auch Beziehungen. Wichtig ist auch, dass man im Prinzip Arbeitsaufträge nicht an Einzelpersonen gibt, sondern immer an Teams, dass auch die Kollegen motiviert werden, gezwungen werden, sich miteinander auszutauschen, Ergebnis gemeinsam zu erzielen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da nicht sozusagen die Verantwortung auf eine einzelne Schulter setzt, sondern dass die Kommunikation untereinander gerade in der virtuellen Arbeit auch gefördert wird. Und der letzte Punkt ist dann, kurze Meetings, also Dailies, aber auch Regelmeetings und die gut organisiert. Es geht nicht um Stundenaustausch, sondern es geht wirklich, dass jeder weiß, was los ist. Das sind so 8 einfache Punkte, die hören sich einfach an und die helfen aber wirklich. Also ja, doch, ich kann es bestätigen lassen. Also die Punkte, die wir am Anfang der Homeoffice-Periode mit an die Hand bekommen haben und einige Sachen, wie du schon sagst, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber es hilft gerade auch, ja, um dieses Social Feeling so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ganz genau. So, und wenn man dann generell reingeht, dann ist es natürlich, haben wir schon gesagt, die Sprints, die Wochenziele, dass man guckt, dass man das ganze Team sozusagen in der Entwicklung auch auf dem Laufenden hält. Das sind halt Hilfsmittel, die man einfach aus dem Projektmanagement nutzen kann und die letztendlich dann an der Stelle auch das ganze Team entsprechend mitnehmen. So, der Führungsstil haben wir schon gesagt, viel Information, Transparenz schaffen, die Prozesse klar machen, die Kultur remote auch wirklich auf die Schiene setzen, das ist wichtig und natürlich dann auf die Ergebnisse setzen. Ich glaube, es ist wichtig, dass dieses virtuelle Team auch merkt, wir schaffen was gemeinsam. Ja. Wir haben ein Ergebnis und das Ergebnis ist unser Ergebnis. Das gehört nicht irgendwo hin, sondern das ist unser Ergebnis. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass dieses Gefühl entsteht. Ja, ich weiß noch eine Sache, wo du gerade Team sagst, was meine Freundin angesprochen hat, bei denen ist es im Unternehmen so, einfach weil die in einem Projekt arbeiten, dass da häufig dann auch neue ins Team kommen und sie einfach das Gefühl hat, dass ja die Teamarbeit, wenn dann immer ständig neue kommen, schwer ist, weil der Teamzusammenhalt ja nicht so gefördert werden kann oder aufgebaut werden kann, als wenn man jetzt in einem Büro sitzt.
Hast du da Empfehlungen oder Tipps, wie kann man das? Naja, es ist, denke ich, wenn wir wieder etwas von Corona weg sind, dann ist es vielleicht sinnvoll, dass man sich dann auch mal verabredet, dass man irgendwie ein Stück spazieren geht, dass man einfach mal dann 2 Stunden Auszeit nimmt und sagt, wir fahren irgendwo hin. Also im Falling Bostel drüben, da gibt es unten ein wunderschöner Wanderweg, da kann man 1 Stunde spazieren gehen. Also dass man einfach sich auch in einer anderen Ebene trifft und dann, sagen wir, das muss ja nicht das Büro sein. Nein, genau. Oder dass man ein Grillfest macht oder ein Glas Wein trinkt oder wie auch immer. Aber wie mache ich das denn jetzt gerade virtuell? Wie kann ich da virtuell ein bisschen Spaß reinbringen? Ich habe ein paar Beispiele, was man tun kann, um das Ganze gefühlt machen. Also wir gehen mal darüber weg. Das ist die Selbstorganisation, die finde ich wichtig für jeden Einzelnen. Dass er nicht sozusagen es gibt ja 2 Möglichkeiten. Also das ist so, ich gehe mal schnell durch, weil die Zeit läuft. Genau, wir müssen jetzt Äh, mal aufpassen. die, die Gefahr ist, wenn man zu Hause ist, dass man sich nicht abgrenzt. Dass Ja. man sagt sozusagen, das Privatleben und die Arbeit, die fließen so ineinander rein und man hat keine klaren Rollen mehr. Und das erfordert natürlich eine Disziplin und eine Eigenverantwortung, dass ich bestimmt meine Zeiten, wann ich zur Verfügung stehe, auch wirklich klar positioniere. Und ich meine, ich bin ja auch jemand, der schreibt dann morgens um 6 irgendwelche E-Mails, aber ich erwarte natürlich nicht, dass irgendjemand die um 6 liest. Und das muss auch klar sein, dass da im Prinzip jeder seinen Freiraum hat. Wir haben unsere Schichtpläne und in der Genau. Schichtplan und dann bist du erreichbar und dann erwarte ich dann, dass dann, wenn du da bist, dann auch eine Antwort kommt. Das erwarte ich Genau, schon. dass es dann passiert und du schreibst sie eben, weil es bei dir in den Zeitplan dann morgens reinpasst. So ist es. So, und jetzt deine Frage. Also ich denke, es geht wirklich darum, da steht Schiller 1795, wo der Mensch spielt, da ist er Mensch. Also und dieses Spielen vielleicht so ein bisschen in die Organisation einzuführen, das sind so Dinge, mit denen arbeiten wir zurzeit, um einfach eine andere Ebene auch der Zusammenarbeit bringen. Wir hatten ja vor Jahren auch schon das Thema Fisch, wo man über spielerische Elemente Motivation begeistert und es geht in diese Richtung. Und wir haben hier 6 Beispiele, die unterschiedlich sind. Man kann einen virtuellen Malkurs machen, wo ein Kollege dann den anderen Bilder gibt und dann zeigt man sich die Bilder. Das kann man vor einem Meeting machen. Das dauert 10 Minuten, um einfach Spaß zu machen. Also das nächste finde ich besonders schön. Einfach eine Präsentation, die man nicht kennt. Und da muss jeder sozusagen einen Chart interpretieren und muss das möglichst verspielt und spannend machen. Das finde ich irgendwie total cool. Ja, das stelle ich mir sehr lustig vor. Also, das haben wir noch gar nicht ausprobiert, Hans-Peter. Nee. Das müssen wir mal machen. Das finde ich. Das hat einen doppelten Sinn. Da kann man natürlich auch Probleme lösen. Also und dann wirklich mit dieser paradoxen Intervention, wie könnte man das Problem noch verschlimmern? Oder was könnte man machen, wenn man 1 Million hätte und Geld würde keine Rolle spielen? Oder wie hätte man das vor 30 Jahren gelöst, um einfach mal so aus der Box zu denken? Und ich denke, das macht auch Spaß. Und das finde ich natürlich, das Bild finde ich immer ganz cool, ne? Und dass jeder sozusagen seinen Lieblingswitz oder sein Lieblingsmeme erzählt und dass man dann sozusagen, ob man dann König der Woche hören muss, man kann auf jeden Fall das ins Chat schreiben und wenn man Ja. dann anfängt, das Meeting zu machen, hat man schon was zu schmunzeln und da fängt es schon lustig an. Ich glaube, das ist ganz schön. Ich finde es auch besonders schön, einfach den Tag mal mit so einem Ja, Meme zu beginnen und in mit diesem Lachen anfangen ist immer gut. genau, einfach so guten Morgen und Oder wo der Mensch lacht, ist gut. Das finde ich auch eine schöne Idee. Schrottwichteln, also da zieht man im Prinzip einen Kollegen und jeder schickt dem anderen irgendwas, was er nicht mehr braucht. Und dann wird bei dem Meetinganfang wird dir gezeigt, was er sozusagen bekommen hat per Post. Und dann ist es sozusagen Surprise, Surprise. ja, das stimmt. Man kann es auch einfach per Post machen. Ich weiß, wir machen Schrottwichteln auf der Weihnachtsfeier, haben wir das letztes Mal gemacht. Genau. Genau. Und Und da jetzt kommt schickt es man her. das einfach per Post. Ne? Das ist Ja. auch gut. So dass der Postbote klingelt, ist dann halt nicht Amazon, sondern der Kollege hat irgendwas geschickt. Das ist ganz schön. Und das finde ich auch schön, gerade wenn man sich noch nicht so gut kennt, dass man sich sozusagen dann auch in Breakout-Räumen, also sozusagen virtuell, nochmal vernetzt und sage, wo haben wir denn Schnittmengen? Ja. Also vielleicht das gemeinsame Hobbys oder gemeinsame Urlaubserinnerungen. However, wie kriegen wir das zusammen, dass die Menschen sich auch hier wieder im persönlichen Bereich austauschen? Das ist Und das sind echt. so ganz, ganz schöne, einfache Dinge, die man machen kann. Oder auch Ja. das Jeopardy-Spiel, das wir machen, wenn wir Meetings machen. Das finde ich auch ganz Ja, das mit auch dem noch sehr. Satzanfang. Also solche Genau, Sachen mit Zahlen, ja. muss man kreativ sein. Oder Glücksrad kann man auch machen und kann dann sozusagen da an der Stelle jeden auffordern, mal sich zu positionieren. Also das Spiel werde ich meiner Freundin mal weiterleiten, das Spiel der Ähnlichkeiten, weil das ja eigentlich ganz cool ist, wenn dann so neue Mitglieder ins Team kommen, dass Ja. man so ein bisschen eine Basis findet, So, ne? ich habe die Präsentation weggenommen. Ich Ja, glaube, es sind hätten noch. Sie.
Eine Minute haben wir noch. Du bist ja on, right on point heute. Das hast das du gut war, moderiert. Ja. Aber gerade diese Spiele finde ich wirklich interessant, weil das einfach eine Möglichkeit ist, um wieder so ein bisschen Fun ins Home. Das ist im Prinzip auch der Ersatz für den Smalltalk, für das Schwätzchen, genau, oder den Klönschnack. Und da braucht man ein bisschen Kreativität und man braucht ein bisschen Mut. Also ja, wenn man Angst hat, sich lächerlich zu machen, auch als Chef, dann macht man das nicht. Ja. Das ist ja so doof. Ne? Ruth Kaiser sagt gerade, Grüße aus Tübingen. Hallo Ruth. Also Schwätzchen passt nach Tübingen, glaube ich. Ich fand das einen sehr schönen Abschluss, Hans-Peter. Wenn man als Chef Angst hat, sich lächerlich zu machen, dann, dann funktioniert es nicht. Das finde ich ein super Abschluss. Das ist doch mal ein schöner Impuls für den Tag. Einfach mal mutig sein und vielleicht diese Spiele auch in ihre virtuelle Teams zu bringen, um so ein bisschen in den Homeoffice-Alltag zu bringen. Vielen Dank, ja, dass du heute da warst, Hans-Peter. Karina, einen schönen Tag für dich. Ja, und ich wünsche auch, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, einen schönen Tag auch für alle unsere Zuschauer. Was kommt denn nächste Woche eigentlich? Hast du was schon auf dem Zettel? Ich habe es auf dem Zettel. Ich muss jetzt ganz ehrlich sein, es ist mir gerade entfallen. Egal, du teilst uns das mit. Ich teile es mit. Auf jeden Fall wird es spannend. Es ist immer spannend bei uns. Freuen Sie sich auch auf die Know-how-Copy. Nicht vergessen, YouTube-Kanal abonnieren, dann verpassen Sie gar nichts. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Restdonnerstag und schon mal ein schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.